Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht in diesen kalten Wintertagen. Ich war in dieser Zeit aber jedenfalls am liebsten weit, weit weg von jeglicher Kälte. Und darum entführe ich euch heute in die Sonne. Ach. Und auch damit herzlich willkommen zu den Star News. Lust, um in die Ferien zu gehen oder sogar das Gefühl, du müsstest auswandern? Wir bieten auf jeden Fall Entscheidungshilfe. Die Wellness-Tipps der Aborigines. Entlang der Küste im Norden des australischen Bundesstaates Queensland erstreckt sich ein dichter Regenwald. Was Touristen als geheimnisvolles Naturparadies begeistert, nutzen Australiens Ureinwohner noch heute als Fundort für wohltuende Kräuter und Pflanzen. Im Schnittpunkt von Vergangenheit und Gegenwart. Auf der Halbinsel Yucatan kam es am Ende des 15. Jahrhunderts zu ersten Begegnungen zwischen den spanischen Eroberern und den mexikanischen Ureinwohnern. In Chetumal erinnern daran Denkmäler und Museen. Heute besitzt die Stadt eine der bekanntesten Universitäten des Landes, auf der sich angehende Tourismusmanager auch um den Schutz bedrohter Arten kümmern. Bei Australien, zumal wenn es um den westlichen Bundesstaat Queensland geht, denken die meisten wahrscheinlich an den lässigen Lebensstil von Sydney oder an die noch lässigeren Surferboys vom Bondi Beach. Doch es gibt auch ein ganz anderes Queensland. Das findet man, wenn man der Küstenstraße nach Norden folgt. Hier ist der fünfte Kontinent nicht rot, sondern sattgrün, geprägt von ausgedehnten Regenwäldern. Wir sind einer Münchner Studentin dorthin gefolgt. North Queensland, der Sunshine State Australiens. Viele Weltenbummler und Abenteurer zieht es hierher, um die Freiheit jenseits der großen Städte zu erleben. Wer genug hat von Meer und dem Trubel des Great Barrier Reef, folgt einfach der Küstenstraße Richtung Norden. Schon nach wenigen Kilometern beginnt der größte unberührte Regenwald Australiens, der Daintree National Park. Der Himmel hat sich jetzt gerade wieder aufgeklärt. Vorher hat es wie in Strömen geregnet. Von einer Sekunde aufs andere wechselt hier das Wetter. Ist die Straße auch ganz nass. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen langsamer fahren. Der Nationalpark steht als Weltkulturerbe für die gesamte Menschheit auf der World Heritage List. Julia, Studentin aus München, ist auf dem Weg zur Silky Oaks Lodge, dem exklusivsten Hotel mitten im Regenwald. Zwischen Palmen und Farnen sind 50 sogenannte Baumhäuser, großzügig angelegt, eine Luxusoase im wilden Urwald. Zweimal täglich werden die Zimmer sorgfältig hergerichtet und Düfte tropischer Öle liegen in der Luft. Von der Hightech-Klimaanlage, CD-Player bis zum Whirlpool ist alles vorhanden, was der Entspannung dient. Die Mischung aus Regenwaldstimmung und stilvollem Ambiente ist den Gästen einiges wert. Pro Person zahlen sie umgerechnet bis zu 300 Euro die Nacht. Von der kolonial anmutenden Veranda aus kann man den Regenwald ins Visier nehmen. Also damit hätte man auf jeden Fall kein Problem, dem Nachbarn ins Fenster zu schauen. An dieser Stelle des Mossman Rivers liegen weder Krokodile auf der Lauer, noch könnte eine gefährliche Strömung einen Naturliebhaber gefährden. Somit eignet sich dieses Gewässer für sportliche Aktivitäten wie Schnorcheln, Schwimmen oder Paddeln. Your goodbye left me with
Wem das steinige Flussbett so mühsam ist, der kann sich auch im hauseigenen Swimmingpool erfrischen. Und von Planschen und Kindergeschrei wird hier sicher kein Gast gestört, denn Kinder unter 10 müssen zu Hause bleiben. Den Höhepunkt der Erholung bietet allerdings die Spa. Debbie, what is this? Was ist das für ein Schlamm? Das ist rote Erde, körperreinigende Erde. Das dient der Entspannung und ist sehr wirkungsvoll. In vielen Regionen Australiens sind es heute Aborigines, die australischen Ureinwohner, die den Besuchern ihr Land und ihre Kultur näher bringen. Wir haben im tropischen Regenwald im Norden von Queensland Hazel Douglas getroffen. Sie organisiert Touren in den Daintree National Park und von ihr haben wir gelernt, dass der Regenwald für viele Aborigines so etwas wie eine Apotheke ist. I'm Hazel, pleased to meet you. Nice meeting you. Would you like to come on? Hazel Douglas war die erste Ureinwohnerin, die in der Gegend ihr eigenes Geschäft eröffnete. Hazel gibt Touren und berichtet über den Regenwald aus der Sicht der Ureinwohner. Eine Brücke zur Realität der Aborigines, mitten in der modernen Zivilisation. Es geht auf Tour mitten hinein in die andere Wirklichkeit des fünften Kontinents. Nun, mein australischer Aborigine-Name lautet Nelborn. Das bedeutet Sonnenschein. Und mein anderer Name ist Hazel. Dieser Name wurde mir von einem Missionar gegeben. Hazel wuchs wie viele der Aborigines in einer Mission auf und war Teil eines Integrationsprogramms. Die Regierung wollte, wie es hieß, die Wilden zähmen und der Gesellschaft anpassen. Erst in den 70er Jahren, als die Missionen geschlossen wurden, bekamen die Ureinwohner Australiens ihr Land in Form des Nationalparks zurück. Wir haben einen Ältesten, der am meisten Erfahrung hat. Er geht uns voraus und erklärt uns, welchen Weg wir gehen müssen. Um den Weg kenntlich zu machen, bricht er Zweige und die sehen aus wie ein Ellbogen, weil der Zweig wieder nach oben wächst und das sieht dann so aus. So finden die Aborigines immer ihren Weg auch wieder, wenn die Pfade zugewachsen sind. Yes. Dieser Baum wurde von Termiten ausgehöhlt. Das ist ein River Panther. Und wir nennen ihn Chugogaranga. Sprich mir nach. Chugogaranga. Yes. Wir haben Salben und Mittel gegen Bakterien und Pilze. Und hier haben wir eine Pflanze, die man wie einen Verband verwenden kann. Immer wenn ich zum Arzt gehe, schreibt er mir ein Rezept aus. Doch manchmal wirkt diese Medizin nicht schnell genug. Die Medizin, die wir aus dem Regenwald bekommen, wirkt schneller. Für uns jedenfalls. Bei diesen Bildern hole ich meine Ski schon gar nicht aus dem Keller raus. Ich will an die Sonne. In diesem Sinne hoffen wir doch auf einen baldigen Frühling und schwelgen bis dann in Erinnerung. In warmer Erinnerung. Balsam für frierende Seelen gibt es nächsten Dienstag wieder. Star News immer am Dienstag am 7. natürlich nur hier auf Star TV.